Hey ho, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der Games, die euch zum Weinen bringen. Wir alle kennen das. Games können eine echt grandiose Geschichte erzählen und manchmal ist diese Geschichte sogar so gut, dass sie uns sehr, sehr nahe geht. Und weil die traurigsten Momente oft mit Plot-Twists in Verbindung stehen, sage ich es jetzt schon mal im Voraus, diese Liste wird ziemlich viele Spoiler enthalten, weswegen ich auch am Anfang immer noch ein, zwei Sätze zu dem Game sage und dann erst zum Spoiler-Bereich komme, damit ihr genügend Zeit habt, um zu skippen. Aber verratet mir doch mal in den Kommentaren, welche Games euch zum Weinen gebracht haben, beziehungsweise welche Games euch traurig gemacht haben oder welche Gaming-Momente euch traurig gemacht haben, denn manchmal ist es gar nicht das ganze Spiel, sondern nur ein ganz bestimmter Moment. Jetzt wollen wir aber keine Zeit verlieren, ihr wurdet gewarnt, jetzt kommt sie, meine Top 5 der Games, die euch zum Weinen bringen und los geht's mit Nummer 5. Es gibt sicher irgendeinen Final Fantasy Teil, der euch zum Weinen gebracht hat. Bei manchen wird es Final Fantasy 7 und bei anderen Final Fantasy 8 sein. Bei mir war es Final Fantasy 10. Es ist schon eine ganz miese Nummer, einen Charakter über mehrere Stunden, gar Tage intensiv kennenzulernen, nur um am Ende einen M. Night Shyamalan-Twist zu bekommen und herauszufinden, dass ihr von Anfang an eigentlich nur eine manifestierte Seele seid. Und den Twist bringen sie gleich zweimal. Wäre der Hauptcharakter Tidus nicht so sympathisch gewesen, hätte es dieses Game nicht in die Liste geschafft. Aber als diese Szene über dem Bildschirm flackerte, rollten bei mir die Tränen. Final Fantasy X, mein liebster Final Fantasy Teil, landet damit auf dem Platz Nummer 5. Nummer 4. Der Wilde Westen, ein Ort für richtig harte Motherfucker wie John Marston. Aber ich glaube, jedem ist es eiskalt über den Rücken gefahren, als diese Szene in Red Dead Redemption kam. Nachdem ihr das ganze Spiel über versucht habt, euren Namen reinzuwaschen und es sogar schafft, gründet ihr eine Familie und bekommt einen Sohn. Auch wenn dieser Part im Game etwas langweilig ist, es war dennoch schön zu sehen, dass es nach einem Happy End aussieht. Naja, und dann kam das. Verdammt. Umso schöner war die Rache danach, aber dieser epische Moment hat mich echt erwischt. Red Dead Redemption ist der vierte Platz. Nummer 3. Ich habe dieses Game einfach viel zu oft in irgendwelchen Listen, aber es ist auch so verdammt gut. The Last of Us. Ich habe ja am Anfang gewarnt, dass es Spoiler geben wird und das hier ist eine Sache, die direkt am Anfang vom Spiel passiert. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby, stay with me. Das Mädel in seinen Armen ist Joels Tochter und während es am Anfang noch so aussieht, als würden wir die Geschichte aus ihrer Sicht erleben, how about no? Und das ist auch nicht die einzige Sache, die euch in The Last of Us die ein oder andere Träne wegdrücken lässt, aber ich will euch auch nicht zu viel verraten. Sagen wir es einfach so, Naughty Dog weiß ganz genau, wie man Charaktere schreiben muss, damit sie auch auf einem emotionalen Level funktionieren. Der Platz Nummer 3 geht an The Last of Us. Nummer 2. Dieses Spiel bringt den Tod als Gefährten mit sich, Brothers: A Tale of Two Sons. In dieser Geschichte werden wir konstant mit Verlusten konfrontiert und auch wenn die Fantasy-Welt eher bunt ist, Brothers: A Tale of Two Sons hat seine düsteren wie auch traurigen Momente. Es gehört zu den wenigen Games, die ihr nicht einfach mal so eine Stunde zocken könnt, ohne dass es spurlos an euch vorbeigeht, besonders dann nicht, wenn ihr selbst eine enge Verbindung mit eurer Familie habt. Wer wirklich mal Wert aufs Geschichtenerzählen legt, der wird mit Brothers: A Tale of Two Sons nichts falsch machen, sollte sich dann aber auch wirklich vollkommen darauf einlassen können. Und dafür gibt es den zweiten Platz. Und Nummer 1 ist... Dieses Game ist der Grund, warum ich diese Top-Liste überhaupt machen wollte. Dead Dragon Cancer. Kurz zur Entwicklungsgeschichte. Dieses Spiel war eine Art Therapie für das Ehepaar Ryan und Amy Green, die auch hauptsächlich an der Entwicklung des Spiels beteiligt waren und erzählt die Story, wie die Greens ihr Kind Joel großgezogen haben, welches früh an Krebs erkrankt ist. Die Hilflosigkeit und Angst, die die Eltern durchmachen mussten, wurde so gut übertragen, dass ich jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke. Dead Dragon Cancer zeigt uns einfach, was Videospiele außer Unterhaltung noch zu bieten haben, dass sie einfach so viel mehr sein können, weil sie uns in gewisser Art und Weise Geschichten wirklich erleben lassen. Es ist auch eines der wenigen Games, bei denen ich mich dagegen entschied, ein Review zu machen, weil ich mir sicher war, dem Ganzen nicht gerecht zu werden. Klar ist diese Art von Game nicht für jeden etwas, aber mich hat es erwischt und ich glaube, dass es vielen anderen ähnlich erging. Deswegen ist Dead Dragon Cancer nicht nur ein besonderes Game, sondern auch meiner Meinung nach das traurigste, das ich kenne. Ryan, get in the boat! I can't. You have to, you'll drown. We're already drowning.
Heyo, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der besten Indie-Games. Indie-Games sind die Games, die eher von kleineren Entwicklerstudios gemacht worden sind, also jetzt nicht EA oder BioWare, was aber nicht bedeutet, dass die Games an sich keinen Erfolg hatten. Ganz im Gegenteil, die meisten Games in dieser Liste waren sehr, sehr erfolgreich.